Im heutigen Motorenbau werden hauptsächlich sogenannte Trockenfilter aus Papier eingesetzt. Sie werden von der angesaugten Luft durchströmt. Die darin enthaltenen Schmutzpartikel werden durch die feinporige Oberfläche dauerhaft festgehalten. Ist in einem Luftfilter viel Schmutz gebunden, sollte er ausgetauscht und nicht gereinigt werden. In diesem Video schauen wir etwas genauer hin und zeigen, was bei der Reinigung eines Luftfilters passiert. Wie viel Schmutz dabei tatsächlich aus der Luft gefiltert wird, zeigt das Rechenbeispiel von einem Fahrzeug, das vorwiegend auf der Straße bewegt wird. Rechnet man bei 100 Kilometern mit einem Luftbedarf von ca. 120 Kubikmetern, kommt man durch den durchschnittlichen Staubgehalt in der Ansaugluft von 0,005 Gramm pro Kubikmeter auf 0,6 Gramm pro 100 Kilometer. Hochgerechnet auf 10.000 Kilometer sammeln sich also bis zu 60 Gramm Schmutz im Luftfilter des Fahrzeugs. Würde dieser Schmutz in den Motor gelangen, hätte dies einen hohen Verschleiß an Kolben, Kolbenringen und Gleitlagern zur Folge. Bei Fahrzeugen, die stärkeren Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, sind die Anforderungen an die Filteranlage noch um einiges höher. Dies macht sich auch vor allem bei den kürzeren Wechselintervallen der Filter bemerkbar. Bei einem Mähdrescher, der extremem Staub ausgesetzt ist, müsste zum Beispiel alle 4 Tage der Luftfilter gewechselt werden. Dieser Filter wurde nach 4 Tagen mit einem Gewicht von 4,245 Kilogramm ausgebaut. Ein neuer, ungebrauchter Filter wiegt 3,395 Kilogramm. Innerhalb der 4 Tage sind also 0,85 Kilogramm Schmutz in dem Filter gebunden worden. Aus diesem Grund ist ein Filterwechsel bei Land- und Baumaschinen in der Praxis eher unüblich. Um Geld zu sparen, werden die Filter häufig ausgeklopft oder ausgeblasen. Ist diese Methode aber die richtige? Wir machen den Test. Beim Ausklopfen des Filters lösen wir 412 Gramm Schmutz aus dem Filter. Durch das Ausblasen des Filters erhöht sich diese Schmutzmenge auf 668 Gramm. Im Vergleich ist der gebrauchte jedoch nach beiden Reinigungsmethoden immer noch um 182 Gramm schwerer als der neue Filter. Es sind also immer noch Schmutzreste im Filter, die den Luftdurchsatz weiterhin reduzieren. Gereinigte Filter sind also nicht mit neuen Filtern zu vergleichen. Beim Ausklopfen kann der Filter deformiert werden, sodass er nicht mehr richtig abdichtet und ungefilterte Luft in den Verbrennungsraum gelangt. Das Ausblasen des Filters scheint zunächst eine sichere Reinigungsmethode zu sein. Betrachtet man aber, was in der Struktur des Filterpapiers passiert, ist auch davon abzuraten. Neben dem Risiko, beim Ausblasen kleinere Risse oder Löcher in das Filtermedium zu reißen, wird auch die Struktur des Filterpapiers durch die Druckluft beschädigt. Der Vergleich eines neuen und eines ausgeblasenen Luftfilterpapiers zeigt die verdichteten Fasern. Schmutzpartikel können durch sie nicht mehr gebunden werden. Zudem verringert sich der Luftdurchsatz, der neben Leistungseinbußen auch einen erhöhten Differenzdruck am Filter zur Folge hat. Dieser Differenzdruck kann so hoch werden, dass das Filterpapier aufreißt und die Filtrierung komplett versagt. Beide Reinigungsmethoden sind also mit hohen Risiken verbunden. Ob man diese Risiken eingehen will oder doch besser einen neuen Filter verwendet, muss der Fachmann entscheiden.